Guten Abend, liebe Zuschauer, willkommen zur Sportschau. Heute gilt es, eine gute alte Tradition wird gepflegt. Dann am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga müssen alle Begegnungen zeitgleich angepfiffen werden, um eventuell einer Wettbewerbsverzerrung zuvorzukommen. Das heißt mit anderen Worten, darum gab es gestern den fußballlosen Freitag und genau darum sind wir in der Lage, Ihnen nun in knapp 50 Minuten 10 Begegnungen als Premierenstücke zu zeigen. Dann fangen wir auch gleich an mit dem Kampf um den Titel. Borussia Dortmund hatte von den großen drei dabei mit Sicherheit die ungünstigste Ausgangsposition, schreckte aber sicherlich nicht davor zurück. Im Gegenteil, Team und Trainer waren der Meinung, dass sie es noch packen konnten. Allerdings, die Dortmunder konnten auch als erste dieser großen drei hinten runterfallen. Ein Sieg heute gegen Leverkusen war unerlässliche Voraussetzung. Der Gegner aber brauchte mindestens einen Punkt, um nicht plötzlich doch noch aus den UEFA-Pokalplätzen, die so lange ganz sicher waren, hinauszuschlittern. Also viel Druck für beide im Westfalenstadion. Nur einer sah das Ganze sehr neutral. Wilfried Luchtenberg, unser Reporter. Wie kann es anders sein? Die Ränge in Dortmund voll besetzt, 50.120. Die restlichen 1.800 hatten sich für heute entschuldigt. Und die Nerven lagen blank, zum Beispiel bei Helmer, der hier patzt. Kirsten, die erste große Gelegenheit. Kirsten kann noch schießen, als sie Stefan Kloß ihm entgegenwirft. Aber Sie sehen es, schmerzverzerrt das Gesicht. Beide prallen zusammen. Kloß kann weitermachen. Kirsten muss ausscheiden. Wird nach 3 Minuten durch Heiko Herrlich ersetzt. Thomas Helmer nicht mit einer großen Leistung heute. Drückt seine noch ausstehende Vertragsverlängerung vielleicht aufs Gemüt. Die nächste spannende Szene, diesmal Heiko Herrlich im Zusammenprall mit Stefan Kloß. Wieder Blessuren für beide. Gott sei Dank konnten beide aber weiterspielen. Es kam also keine Langeweile auf. Mit großem Engagement gingen alle zur Sache. Jörg von Thor hat es angedeutet, ein Spiel von großer, großer Wichtigkeit. Und das merkte man den Akteuren an. Dennoch kamen spielerische Elemente nicht zu kurz. Michael Rummenigge, einer der großen Regisseure im Mittelfeld. Aber Leverkusen ebenbürtig. Kreh. Schönes Doppelpassspiel. Dann kommt Lupescu. Jorginho. Auch das konnte sich sehen lassen. Und im letzten Moment grätscht dann Thomas Helmer dazwischen. Verhindert Schlimmeres, als Andreas Thom einschussbereit war. Da wurde um jeden Zentimeter Rasen gekämpft. Dieser Rasen, der im Übrigen morgen ab 13 Uhr scheibenweise in Dortmund verkauft wird. Dann Michael Rummenigge. Schönes Zusammenspiel. Chapuisat dreht da Wörns ein und macht sein 19. Saisontor. 1:0 nach 38 Minuten. Ein herrlicher Treffer. Und wer machte ihn einmal mehr? Chapuisat, der junge Nationalspieler, der morgen 20 Jahre jung wird, hatte einen unangenehmen Gegenspiel und einen unangenehmen Nachmittag in Dortmund. 1:0 also für Borussia Dortmund. Dann auch Wechsel auf Dortmunder Seite. Stefan Karl schied verletzt aus. Für ihn kam Thomas Frank ins Spiel. Kurz vor der Pause dann Gelegenheit für Andreas Fischer. Und einmal mehr bügelt Stefan Kloß die Fehler seiner Vorderleute aus. Die Abwehrarbeit der Dortmunder fahrig. Dennoch knappe Pausenführung 1:0. Ottmar Hitzfeld resümiert. Ja, ich muss sagen, das ist ein Auf- und Schlagabtausch von beiden Mannschaften. Leverkusen spielt sehr gut mit, hatten auch schon 2, 3 sehr gute Chancen. Wir haben auch noch eine Chance mehr, also es könnte auf dem Spielverlauf 2:2 stehen. Was werden Sie Ihren Jungs jetzt mit in die Pause geben? Ja, wir dürfen nicht nur nach hinten spielen, wir müssen nach vorne spielen und Leverkusen muss nun öffnen, dass er öffnet uns wiederum Konterchancen. Das klang souverän und lässig von Ottmar Hitzfeld, dennoch war er angespannt, so wie die Akteure. Aber in Spiellaune Flemming Paulsen. Auch hier hat Worms diesmal das Nachsehen. Und Vollbeschäftigung für Rüdiger Vollborn im zweiten Durchgang. Ottmar Hitzfeld schaut auf die Uhr. Dabei waren gerade erst 4 Minuten verstrichen. Dann wieder Flemming Paulsen, der hier angespielt wird. Einer der großen Aktivposten, ganz interessant. Er ist neben Michael Schulz der einzige im Übrigen im Dortmunder Team, der bisher alle Spiele mitmacht. Die wenigen Zuschauer, die heute nicht gekommen waren, sie versäumten wieder ein großes Spiel der Dortmunder. Knut Reinhardt gegen seine ehemaligen Mannschaftskameraden mit einem guten Spiel heute und dann einmal mehr
Chapuisa. Diesmal hat Radschuweit das Nachsehen und an Zentimeter genau serviert Schappi dem Knut Reinhardt und erneut hat Rüdiger Vollborn das Nachsehen. 2:0 in der 63. Minute. Hier die gefühlvolle Vorarbeit, dann der Kopfstoß. War dies schon die Vorentscheidung in diesem Spiel? In den Gesichtern war dann Trauer geschrieben. Knut Reinhardt und Reinhardt Saftig. War das das Ende der internationalen Pokalträume für das nächste Jahr? Er schickte dann Marek Leschniak ins Spiel, von Aalen ging. Aber Dortmund kam hier mit Michael Lusch. Und dann Flemming Paulsen krönt seine tolle Leistung hier mit diesem Treffer zum 3:0. Damit war für die Dortmunder Borussia alles klar. Und die Zuschauer danken es ihm. Standing Ovations. Frank Mill kam dann noch. Und Jorginho. Wie vor 14 Tagen gegen Frankfurt 3:1. Kaum Freude bei den Leverkusenern. Denn wenig später kam der Schlusspfiff von Schiedsrichter Wolf-Günther Wiesel mit 3:1. Hier sehen wir noch einmal die kosmetische Korrektur von Jorginho. Als Wiesel das Spiel beendete, konnte man registrieren mit 3:1, gewinnt Dortmund und bleibt damit auch im letzten Heimspiel der Saison ungeschlagen. Ein paar Eindrücke nach dem Spiel aufgeschnappt von meinem Kollegen Jan Möller. Okay, wir hatten in der ersten Halbzeit natürlich ein bisschen Probleme, muss man wirklich sagen. Die Leverkusener sind stark gekommen, vor allen Dingen variabel nach vorne kommen, sodass wir in der Deckung, sprich Mittelfeld und Abwehrbereich, echt Schwierigkeiten hatten. Aber ich meine, die zweite Halbzeit, das war eine Vorführung für die Leverkusener. Ja, und dann wollten wir noch Libero Thomas Helmer befragen. Sie sehen selbst, es war einfach in diesem Getümmel nicht möglich. Und somit gehen wir mit diesen Bildern zurück nach Köln zu Jörg von Torra. Dortmund hat also zumindest die Pflicht erfüllt. Und es ist ja auch schon eine tolle Leistung, ohne Niederlage zu Hause durch die Saison zu kommen. Das gelang außerdem nur noch Kaiserslautern. Aber es nützt alles nichts, liebe Zuschauer, wenn die beiden anderen da oben jetzt die Kür hinlegen. Stuttgart gegen Wattenscheid, auf dem Papier logischerweise ein Selbstgänger und die Gewähr dafür, dass der Kampf um die Schale bis zum allerletzten Spieltag offen bleibt. Aber da ist ja noch diese kleine Unwägbarkeit, denn Hannes Bongartz will bestimmt nicht so wie Christoph Daum. Wenn es heute nämlich ganz schlecht laufen würden, wenn die anderen nämlich total verrückt spielen würden, dann könnte Wattenscheid bei einer Niederlage theoretisch heute schon abgestiegen sein. Sowas aber setzt bestimmt neue Kräfte frei und ich glaube, dass der Coach aus Wattenscheid seiner Mannschaft Beine gemacht hat. Florian König wird Ihnen das vielleicht bestätigen. Zuerst gab es Blumen für Maurizio Gaudino für sein 200. Bundesligaspiel, das er vor einer Woche gegen die Stuttgarter Kickers bestritt, und für Matthias Sammer, der heute seinen Abschied vom Neckarstadion beging. Der VfB wirkte sehr, sehr nervös. Wattenscheid hatte, Jörg von Torra hat es ja gesagt, wirklich einige Gelegenheiten. Die Abwehr des VfB wirkte sehr unsicher zu Beginn. Diese Szene belegt dafür Schupp, das Schüsschen, die erste Gelegenheit für die Wattenscheider. Beim VfB wieder dabei, Günther Schäfer nach seiner Sperre, die er sich nach der roten Karte in München ja zugezogen hatte. 22. Minute und da erst die erste Gelegenheit für die Schwaben durch Maurizio Gaudino. Slobodan Dubajic und hier ist Günther Schäfer, der VfB behäbig im Aufbau. Walter und Sverrisson, das waren so die besten Gelegenheiten in der ersten Hälfte für die Schwaben. Bongartz konnte es nicht mit ansehen. Matthias Sammer in seinem 62. Spiel für den VfB, das letzte im Neckarstadion. Ich sagte es bereits, einer der wenigen, der dann auch mal antrat. Gaudino, nochmal Sammer und die Führung für die Schwaben in der 35. Minute. Riesenjubel natürlich beim VfB, denn bis dato hatte man wahrlich nicht gut gespielt. Das 9. Saisontor des Matthias Sammer noch einmal in der Entstehung. Der Antritt, Emmerling kann ihm da nicht folgen. Und dann dieser wunderschöne Doppelpass mit der Hacke von Gaudino. Und keine Chance für Ralf Eilenberger.
Wattenscheid versteckte sich aber keineswegs nach dieser Führung der Schwaben. Winkler. Der Neubayer Schupp. Freistoß hier nach diesem Foul von Buchwald. Sobich. Und Jörg Bach. Nur 4 Minuten nach der Führung des VfB. Der Ausgleich, also die Ernüchterung. Noch einmal die Wiederholung. Jörg Bach, wunderschön ins lange Eck. Keine Chance für Eike Immel. Das war es dann auch. Der VfB hatte die erste Hälfte völlig verschlafen. 1:1 vor den 35.000 Zuschauern. Und Christoph Daum reagierte dann, brachte Ludwig Kögel für Uwe Schneider. Aber die Wattenscheider hatten immer wieder Kontergelegenheiten. Moser und Eike Immel seit Wochen in hervorragender Form. Sand im Getriebe, nicht nur beim VfB. Die Schwaben, die ja eigentlich etwas fürs Torverhältnis tun wollten, kamen nun so allmählich in Tritt. Abseits für mich hier Matthias Sammer. Schiedsrichter Berg ließ weiterspielen und der Pfosten. Im Mittelfeld ein riesiges Loch, dadurch immer wieder Platz für die Wattenscheider. Solche Kontermöglichkeiten. Neuhaus völlig frei. Ja, beim VfB lief es heute nicht sonderlich gut. Nun kam Leben in die Bude, die letzten 15 Minuten. Fritz Walter, toller Schuss. Ansonsten nicht allzu viel zu sehen vom kleinen Stürmer. 21 Treffer hat er bislang ja erzielt. Aber da fehlte nicht viel. Der VfB nun mit der Brechstange. Aber immer wieder Ballverluste und dann Kontergelegenheiten der Wattenscheider. Ciskale, völlig frei. Und Winkler, aber der Schuss abgeblockt von Günther Schäfer, der eine hervorragende Partie machte. Die letzten Minuten im Neckarstadion. Gaudino. Ihm wünschte Daum ja, dass er mal die Handbremse beim Torschuss lösen könnte. Aber bislang klappt es nicht. Dann nochmal Eckball. Dubajic mit dem Kopfstoß auf der Linie Eilenberger. Riesendramatik jetzt im Neckarstadion. Dann der direkte Gegenzug, wieder Kontermöglichkeit. Und Winkler völlig frei. Ja, das hätte der endgültige K.O. für den VfB sein können. Das gibt's nicht, sagt er. Hannes Bongart. Jetzt läuft schon die Nachspielzeit. Der VfB noch einmal mit Matthias Sammer. Gaudino. Und auch da fehlten nur Zentimeter. Das war es. 1:1 am Ende. Der VfB ist zu spät aufgewacht. Sammer verabschiedete sich Stimmen nach dem Spiel. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit in einer gewissen Art und Weise verschlafen. Es kam nie zu einem richtigen Schlagabtausch. Es kam nie zu einem Spiel, wo man gesehen hat, da ist eine Mannschaft, die will unbedingt deutscher Meister werden und ist auch bereit, alles dafür zu geben. Einzig Matthias Sammer hat in einigen Situationen gezeigt, dass er das Spiel gewinnen wollte und war natürlich auch dann mit dem 1:0 belohnt worden. Matthias Sammer, letztes Spiel in Stuttgart, Abschied aus Stuttgart, mit Wehmut wahrscheinlich. Ja, ist richtig. 2 Jahre war angenehm hier zu spielen und das letzte Ergebnis kann auch nicht über die 2 guten Jahre hinwegtäuschen. Und ich bin schon traurig, dass ich gehe. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass ich wiederkomme irgendwann. Viel Glück jedenfalls für Matthias Sammer in Italien. Auf alle Fälle aber Stuttgarter Punktverlust. Heißt das nun freie Fahrt für Frankfurt? Viele mutmaßen ja schon so, jedenfalls wenn Meisterschaftsprognosen abgefragt werden. Klar, die Eintracht kann es wirklich aus eigener Kraft schaffen und dem heutigen Gegner könnte es sogar nach dem Europapokaltriumph vom letzten Mittwoch total egal sein. Doch weit gefehlt. Werder Bremen hat zwar lange und ausgiebig gefeiert, aber Otto Rehhagel will es sich einfach nicht leisten, auch nur in die Nähe eines Verdachts gerückt zu werden, wie Weiland beim 0:12 seiner damaligen Borussia aus Dortmund gegen Mönchengladbach. Also logische Konsequenz, den Pott in den Schrank und raus ins Leben des Bundesliga-Alltags mit Engagement. Erich Laser sagt Ihnen, ob sowas funktioniert.
46.000 Zuschauer waren zum Duell des Tabellenführers mit dem Europacup-Sieger ins Waldstadion gekommen. We are the Champions aus den Lautsprechern. Für die einen gilt das bereits, die anderen wollen es ja erst noch werden. Werder übrigens mit Schaf für Wolter und mit Hartgen für Neubart in der Anfangsphase nach den Festivitäten überhaupt nicht verkatert. Gründel klärt hier, Gründel leicht angeschlagen, blieb dann in der zweiten Halbzeit in der Kabine. Rehagels Mannschaft spielte munter mit. Wieder Bockenfeld über die rechte Seite, Klaus Allofs und Michael Klein, der genau wie Sippel von Beginn an spielte, die Eintracht ohne Dirk Wolf und Uwe Bindewald. Frankfurt brauchte 10 Minuten Anlaufzeit. Dann Möller im Duell mit Bockenfeld. Und was sagt der Schiedsrichter? Und was sagt vor allen Dingen die Zeitlupe? Jeboa auf Möller und der Tatort vor dem Strafraum, sagt Schiedsrichter Lothar Löwer. Freistoß Binz, abgeblockt. Übrigens die erste gelbe Karte der Partie für Bockenfeld. Dann Anthony Jeboa, der es meist mit Uli Borowka zu tun hatte. Hier im Einsatz gegen Bockenfeld und gegen Uli Borowka. Die Kojak-Zwillinge beim erfolgreichen Einsatz in Manhattan. Die 15. Minute. Falkenmeier, Andi Möller und Jürgen Rollmann. Im 8. Bundesligaspiel in 4 Jahren Werderzeit. Viel beschäftigt, aber ohne Fehl und Tadel. Dann die 21. Minute, Traumpass von Bein auf Andi Möller, Laufduell und das 1:0 in der 21. Minute durch Andreas Möller. Er und Jürgen Rollmann kennen sich aus der Jugend, haben gegeneinander gespielt, vielleicht daher die innige Beziehung. Das 12. Saisontor, vielleicht das letzte in Frankfurt, denn in der nächsten Woche entscheidet die FIFA über die Zukunft des Andreas Möller und vor allen Dingen über seine wertvollen Beine, für wen er im nächsten Jahr spielen wird, Turin oder Frankfurt. Ein bisschen Unruhe übrigens in Frankfurt, denn Möller soll 200.000 Mark Meisterschaftsprämie bekommen. Der beurlaubte Manager, Möllers Berater, Klaus Gerster auch, die anderen müssen sich für 40.000 abstrampeln, aber sie taten das heute trotzdem. Jeboa mit einem tollen Schuss und wieder Jürgen Rollmann mit einer hervorragenden Reaktion. Die Eintracht war die bessere Mannschaft. Werder versteckte sich nicht, aber gefährlich wurde es nur vor dem Tor von Rollmann, wie hier. Bein und Möller im Zusammenspiel. Ein Fall für zwei. Dann Ralf Weber. Und Jürgen Rollmann mit ersten Problemen. Anthony Jeboa. Aber er kann die Chance nicht nutzen. Fazit zur Pause. 1:0 für die Eintracht. Viele Chancen, aber nur ein Tor. Wolfgang Weyers und Thomas Schaaf im Gespräch. Der einzige echte Bremer übrigens, dieser Thomas Schaaf. Nach dem Spiel am Mittwoch, könnt ihr heute noch zulegen? Die eine ich glaube, dass man das sieht, dass wir heute gut spielen hier. Wir versuchen alles und ich hoffe, dass wir das in der zweiten Halbzeit auch noch weiterhin können. In der zweiten Halbzeit jetzt Neubart für Bratzett. Die Bremer konnten in der Tat zulegen. Frankfurt hatte zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht. Erster Schreckschuss von Kojak Borowka. Uli Stein ohne Probleme. Werder jetzt mit mehr Spielanteile. Bein lässt durch. Dann Möller, ganz allein. Und dann sieht er Sippel, das Geburtstagskind, heute 27 Jahre alt. Und Jürgen Rollmann. Sippel in seinem letzten Heimspiel für die Frankfurter Eintracht. Mitte der zweiten Halbzeit. Fehler Borowka und wieder Lothar Sippel. Sieht in der Mitte Jeboa. Aber Herzflimmern beim Mann aus Ghana. Und natürlich muss das 2:0 jetzt her. Nochmal die Eintracht. 60 Sekunden später nochmal Jeboa. Vorbei. Jeboa leicht erkältet ins Spiel gegangen. Hätte hier das 2:0 machen können. Ecke für Werder. Uli Stein. Bisher wenig beschäftigt, aber jetzt wurde es auf einmal ernst. Fehler. Und wieder Bockenfeld über rechts. Und Wintenrufer. Und das Tor. In der 77. Minute der dritte Ball, der auf das Tor der Eintracht kam. Und da kann man sich zurecht ärgern. Das 5. Saisontor von Winton Rufer. Eins zu eins. Frankfurt fightete zurück, aber Werder blieb dran.
Und Klaus Allofs macht das 2:1. Ist es denn möglich? Mit der ganzen Routine seiner 35 Jahre, Klaus Allofs und Wynton Rufer, die Matchwinner von Lissabon, auch heute wieder. Anthony Yeboah und auf der anderen Seite keine Probleme für Wie steht es in Stuttgart? Noch 1:1. Der Vizepräsident Bernd Hölzenbein hörte Hessischen Rundfunk, war informiert und sah dann diese Szene. Yeboah, das 2:2, Vorarbeit von Andersen. Und dann macht er doch sein 15. Saisontor. 2:2 also und noch 10 Minuten zu spielen, zeigt Dragoslav Stepanovic an. Die 90. Minute, Uwe Bein im Strafraum und dann fällt er und der Tatort war innerhalb, aber Schiedsrichter Löwer ließ weiterlaufen. 2:2 am Ende, die Eintracht noch einmal davongekommen, 13 Spiele unbesiegt, Tabellenführer. Ich bin der Meinung, dass wir heute kein gutes Spiel gemacht haben. Wir waren sehr nervös, haben nicht gut begonnen, dann nach dem 1:0 hatten wir die Chancen wieder. Alles klar zu machen, haben die nicht genutzt. Haben dann einen Doppelschlag einstecken müssen und können eigentlich froh sein, dass wir noch einen Punkt gemacht haben. Auf alle Fälle eine wahnsinnige letzte Viertelstunde in dieser Partie in Frankfurt. Und diese letzte Viertelstunde hat dafür gesorgt, dass es nun ein Wimpernschlagfinale in der Bundesliga geben wird. Nach dem vorletzten Spieltag sind die drei da oben alle punktgleich. Nur die Tordifferenz unterscheidet sie voneinander. Aber Frankfurt kann es aus eigener Kraft schaffen, weil die Mannschaft da am besten bestückt ist. Und darum schalten wir auch rüber zum Tabellenführer. Jürgen Emich hat den Trainer, der Meister werden will. Ja, danke Jörg. Und wir sollten zunächst einmal ein Kompliment an Dragoslav Stepanovic loswerden, denn die Mannschaft hat ja, nachdem sie schon verloren hatte praktisch, nochmal alles rumgerissen. Haben Sie eigentlich damit noch gerechnet am Ende? Also ich werde Kompliment weiter an die Mannschaft leiten, weil ich habe ja nicht so viel zu tun gehabt wie die Mannschaft. Die Mannschaft hat wieder Spiel gerettet und die Mannschaft hat wieder, sagen wir so, Punkt gewonnen. Sie haben aber auch ganz schön gearbeitet, ausgewechselt, reingerufen, Anweisungen gegeben. Aber weshalb ist dieses entscheidende 2:0 nicht gefallen? Welche Erklärung gibt es bei diesen Chancen? Ja, wir können also bis heute Nacht Erklärung versuchen. Wir finden also keine oder finden wir mehrere. Wichtig ist, dass die Mannschaft heute alles versucht hat, dass das steht vor der entscheidenden Phase und dass Meisterschaft bleibt weiter spannend. Und wenn ich mir also hätte ich mir gewünscht, diese 2:0. Ich habe so irgendwo im Kopf, also Hinterkopf gehabt, ja, Wattenscheid-Spiel. Wenn man so viele Chancen hat und dann macht er eine 2:0, ja, gell? Die hinten Mittelfeld und die hinten werden mal ein bisschen unsicher. Nur ist ja wieder gezeigt, wie im Mönchengladbach, wie heute, die Mannschaft, die gewinnt, hatte mehr Inspiration, hatte kein nichts zu verlieren, keine Locke aufspielen. Das Wort vom Wimpernschlagfinale ist ja bereits gefallen. Am nächsten Wochenende müssen wieder alle drei auswärts antreten, alle drei punktgleich. Mit welchen Gefühlen reisen Sie denn an die Ostsee? Den Rostock kann ja mit einem Sieg noch in der Bundesliga drin bleiben. Ja gut, für uns ist ja so dieser Endspiel als Pokalspiel. Ja, und wir haben also bis jetzt tolle Leistungen gezeigt. Ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft grob auftrumpft, ja, und alles versucht und alles gibt, ja, und gewinnt. Dragoslav Stepanovic, wir drücken in die Daumen. Das war's hier aus Frankfurt. Wieder zurück nach Köln. Jörg. Ja, danke schön. Wir drücken natürlich auch, weil wir neutral sind, den beiden anderen die Daumen. Möge am Ende wirklich der Bessere gewinnen. Und wir melden uns gleich wieder mit dem Kampf um die UEFA-Pokalplätze und klären ein bisschen mehr in der Abstiegsfrage. Das kann ich Ihnen schon versprechen. Also bis gleich. Ford hat neue Zeichen gesetzt. Geringer Verbrauch, weniger Schadstoffe, mehr Elastizität. Die neue 16-Ventilmotoren-Generation von Ford. Ab jetzt verfügbar in allen Escort und Orion und im Fiesta S und XR 2i. Die neue 16-Ventilmotoren-Generation von Ford. Together, darling. Join the human race. Where we all shine on. Like the moon and the stars and the sun. Yeah, we all.
von Welt. Der Primera von Nissan. Selten zuvor wurde ein Automobil international so oft ausgezeichnet. Ganz aktuell als bestes Importauto der Mittelklasse 1992 bei der Lisa-Wahl der besten Autos der Welt in Automotorsport Nummer 492. Der Primera von Nissan. Als Viertürer, Fünftürer oder als Traveler-Kombi, als Benziner oder Diesel. Alle mit 3-Jahre-Garantie bis 100.000 Kilometer. Bei Ihrem Nissan-Händler. Doch dann kam der Tag, da hatten sie diese ganze muffige Gemütlichkeit gründlich satt. Sie wollten mehr Sonne. Mit ihrer Schüco Solarveranda wohnen sie wie im Süden. Schüco bringt Sonne, Schüco bringt Sonne. Die Automatik-Schlagbohrmaschine von Bosch. Nur sie erfüllt den Bohrerdurchmesser und macht Bohren und Schrauben wirklich spielend einfach. Tja, eigentlich wollte er nur eine Dachrinne anbringen. Die Bosch-Automatik-Schlagbohrmaschine. Die Schönheit der Form. Die Größe des Formats. Ein neuer Stil des Fahrens. Der neue Mazda 626. Alles ist drin. Sportschau, zweiter Teil. Der Kampf um die UEFA-Pokalplätze ist hiermit eröffnet. Von 4 Mannschaften werden am Ende 2 mit leeren Händen dastehen. Und der erste FC Nürnberg müsste die dann auch noch in leeren Taschen verstecken. Will sagen, der Club könnte bei seiner sehr dürftigen Finanzsituation einen Platz im internationalen Wettbewerb am dringendsten gebrauchen, hat aber dabei im Augenblick rein tabellarisch die schlechtesten Karten. Nur ein Sieg gegen Karlsruhe heute Nachmittag würde Unheil verhindern. Gerd Rubenbauer kennt das Ergebnis. In der ersten Halbzeit wurde mehr diskutiert als Fußball gespielt, abgesehen von dieser Szene. Oliver Kahn vor der Linie noch gegen Dirk Fengler. Dann kam Fengler in der zweiten Halbzeit nicht mehr zurück, für ihn Christian Böck. Und der Club jetzt wesentlich stärker mit Kulke, der damit ins Mittelfeld zurückbeordert wurde aus der Spitze und sich dort wohler fühlt. Die zweite Chance. Libero Rainer Zietsch kam mit nach vorne und, wie Perspektiven täuschen können, beweist die Zeitlupe. Außenpfosten. Beste Möglichkeiten für den Club. Dorfner, ein Traumpass nach dem anderen in dieser Phase und Eckstein vergibt eine Chance nach der anderen. 2 waren platt, ein Eckstein und ein Hund. Der KSC mit der ersten guten Chance in der zweiten Halbzeit durch Scholl. Der Ball war leicht versprungen. Der Club bleibt dran. Wieder Wück, Wagner in seinem letzten Spiel für den Club und Dittwar. 36.000 waren ins Frankenstadion gekommen und sie waren jetzt zufrieden nach schwacher erster Halbzeit. Und Wück! 14 Minuten 45 Sekunden benötigte er heute für sein Tor. Das Motto der Saison des Youngsters, 8 Stück von Wück. 1:0 für den Club. Dorfner, Eckstein, bessere Chancen kann man nicht mehr haben. So kam es, wie es kommen musste. Mehmet Scholl taucht vorne auf und Treffer 1:1. Winnie Schäfer bestaunte weiter die Konterstärke seiner Mannschaft. Rolf, der ein gutes Spiel machte, Scholl und in der Mitte der eingewechselte Rainer Krieg, ganz von hinten gekommen,
Er erzielt den entscheidenden Treffer zum 2:1 und Winnie Schäfer sorgt für den Spruch des Tages. Mehmet Scholl ist ein sehr guter Mann, aber ich weiß, ob er nach Bayern gehen soll. Also es besser bleibt hier, er will ja nicht sich verschlechtern. Dieser Mehmet Scholl aber will wohl auf alle Fälle weg. Das hat er heute jedenfalls verlautbaren lassen. Ich verlasse definitiv den KSC, sagte er, obwohl sein Vertrag noch bis 1993 läuft. Über einen neuen Verein allerdings hat er sich nicht ausgelassen. Ja, Nürnberg verloren, da waren es wohl nur noch drei. Und einem davon hat wieder mal ein Tor in allerletzter Minute gereicht, um die Türen für alle Fälle noch weiter offen zu halten. Der 1. FC Kaiserslautern mit dem 1:0 bei Hansa Rostock. Das Minimalziel ist der UEFA-Pokalplatz. Der deutsche Meister hat da ja schon ein bisschen abgespeckt. Und nun glauben alle wieder dran, zumal heute der Absteiger auf den Betzenberg kam. Und Fortuna Düsseldorf wird es doch wohl nicht wagen, dem 1. FC Kaiserslautern ausgerechnet die erste Heimniederlage der Saison beizubringen. Thomas Wehrle über Wunsch und Wirklichkeit. Letztes Heimspiel, das heißt am Betzenberg auch letzte Vorstellung vom Spektakel Betzenberg. 30.000 wollten dabei sein, trotz mittelmäßiger Besetzung. Absteiger Düsseldorf und der Minusmann der Saison. Kein Sieg als Sportdirektor, kein Sieg als Trainer. Und Horst Köppel sah von Anfang an, wie Kaiserslautern Druck machte. Düsseldorf, der Absteiger, unter Druck stand. Und Schwächen in der Abwehr offenbarte. Kranz aus dem Hinterhalt. Aber Schmadtke kann klären. Kranz machte viel Druck über die linke Seite, spielte auffällig. Und Lautern setzte nach. Das alles noch in der Anfangsphase. Eine Viertelstunde gespielt. Butic und wieder Schmadtke. Mit den Fingerspitzen ist er dran. Schmadtke, der beste Düsseldorfer, die anschließende Ecke. Wieder die linke Seite, wieder Haber. Hacke stumpf. Spitze Vogel, 17. Minute, das 1:0 am Betzenberg, hochverdient, keine Frage. Schöner Trick von Stumpf und keine Chance für Schmadtke. Doch danach ließ die Begeisterung ein wenig nach, das Spiel verflachte. Kaiserslautern schaltete ein bisschen zurück und dadurch sogar eine Chance für Düsseldorf. Feiner Pass von Caracedo. Und Schubert auf und davon, aber Ehrmann kommt geschickt aus dem Tor. Kein Handspiel, die beste Tat des Lauterer Schlussmanns. Feldkamp sah dann, wie seine Mannschaft wieder stärker wurde. Aufgebaut durch solche Fehler der Düsseldorfer. Manchmal die Abwehr ein Torso. Und jetzt pfeift Schiedsrichter Best. Handspiel von Michael Schütz. 43. Minute, Köppel kann es nicht fassen. Elfmeter, Kunz gegen Schmadtke. 2:0, das auch der Halbzeitstand. Und die Düsseldorfer mussten froh sein, denn die wenigen mitgereisten Fans, sie sahen ein Spiel, das auch 6:0 hätte stehen können. Nach dem Wechsel dasselbe Bild, Lautern immer nach vorne, wieder Kranz und wieder Schmadtke. Butic überrascht, kann die Nachschusschance nicht nutzen, es bleibt beim 2:0. Die Fans zu diesem Zeitpunkt noch hoffnungsfroh, aber dann wie in der ersten Halbzeit ein Hänger der Lauterer, Unsicherheiten in der Abwehr, Ehrmann verschätzt sich. Durcheinander, aber wenn die Düsseldorfer einmal so weit vorne waren wie hier, dann waren sie, Sie sehen es, gnadenlos umständlich. Drasic in die Wolken, die einzige Düsseldorfer Chance in der zweiten Halbzeit. Feldkamp versuchte, das Spiel seiner Mannschaft zu beruhigen. Ich gestehe, mir war es ruhig genug bis zur Schlussphase. Dann der Nochmeister wieder stärker, spielte Katz und Maus mit dem Absteiger. Kunz, aber Schmadtke verhindert ein Debakel. Es bleibt am Ende beim 2:0. Der Betzenberg schließt für diese Spielzeit mit einem standesgemäßen Sieg. Aber 30 Minuten Durchhänger gegen solch schwache Gegner sind eigentlich zu viel. Mannschaft und Fans war es egal. Zwei wichtige Punkte am Ende in Richtung UEFA Cup. Aber entschieden ist da noch gar nichts, denn Lautern braucht nun am letzten Spieltag in Schalke, um ganz, ganz sicher zu sein, auf alle Fälle noch ein Unentschieden. Eine ganz erstaunliche Serie, liebe Zuschauer, hat der 1. FC Köln hingelegt. Dreimal hintereinander 3:1, davon zweimal auswärts. Und schon träumen alle wieder von diesem internationalen Wettbewerb. Köln ist an den Futtertrögen dran. Aber Schalke wollte nun heute als erster Aufsteiger sich vorzeitig in Sicherheit bringen, das Klassenziel erreichen. Dazu war auch noch ein Punkt notwendig. Werner Hansch hat die Einzelheiten. Kölner Mundart gab heute den Ton an. Die Hörner wissen halt, was bei den Fans ankommt.
47.000 Zuschauer im Möngersdorfer Stadion, der FC Schalke ohne Anderbrügge und Michailovic. Nach 5 Minuten rutscht dir so manchen Kölner das Herz in die Hose. Unfreiwillige Vorlage Libarski und Sendscheid kühlt Bodo Ilfner zum ersten Mal auf den Zahn. Dann die Gastgeber. Greiner. Nicht zu stoppen von Schlipper. Ordenewitz und Jens Lehmann, der Schalker Keeper. Im Glück 28 Minuten waren hier gespielt. Die Kölner bleiben dran. Wieder Libarski, Anspielstation im Mittelfeld. Noch einmal. Dann Jansen. Kann nicht gebremst werden und Hansi Flick aus dem Hinterhalt. 45. Minute, 1:0 für den ersten FC Köln. Noch einmal, herrlich die Aktion von Hansi Flick. Unhaltbar für Lehmann, 1:0 der Pausenstand für die Gastgeber. Dann wieder Jansen. Auf Andersen, wird nicht angegriffen. Schönes Zusammenspiel mit Fuchs und plötzlich ist der Weg frei. Nach 70 Minuten das 2:0. Verdienter Lohn für Andersen nach dieser tollen Einzelleistung. So muss es machen, links, rechts, erklärt Trainer Jörg Berger. Wieder Andersen. Jetzt läuft es bei ihm. Und dann ist Fuchs da. Unhaltbarer Aufsetzer gegen Lehmann. Nach 90 Minuten das 3:0. Der erste FC Köln auf dem Weg in den UEFA-Pokal. Und die Schalker trotz der Niederlage wohl gerettet. Ja, fassen wir das doch mal zusammen. Es gibt auf alle Fälle noch 3 Kandidaten für 2 freie UEFA-Pokalplätze. Nürnberg ist draußen. Und Schalke, ja, wohl gerettet. Aber da gibt es auch noch so einige Unwägbarkeiten. Wenn zum Beispiel der MSV Duisburg in München bei den Bayern gewinnen würde. Ihr Trainer, der Neue, hat Ihnen das schon mal vorgemacht. Uwe Reinders wäre jedenfalls der einzige Coach in der Liga, der dann 2-mal innerhalb von 9 Monaten im Olympiastadion gewonnen hätte. Sie erinnern sich, 2:1 am ersten Spieltag mit Hansa Rostock. Duisburg voll motiviert, Bayern aber hält auch noch einen Rekord. Da haben nämlich innerhalb dieser Saison 3 Trainer 28 Spieler eingesetzt. Einige davon gehen ja jetzt und darum war heute auch schon Zapfenstreich. Waldemar Hartmann hat die Belege dazu. Ja, ja, 2 davon verabschiedete Bayern-Präsident Fritz Scherer heute für immer, nämlich Hans Pflügler, der Diplom-Ingenieur und Akademiker in den Reihen, der sich künftig um den Bayern-Fanshop kümmert, und Stefan Effenberg bei seinem letzten Auftritt im Olympiastadion erstmals der Sympathie aller ganz sicher. Er übrigens schon auf Wohnungssuche in Florenz und der lange Blonde mit dem losen Mundwerk zeigte zum Abschied, dass er auch mit seinen Füßen überzeugen kann. Auch Olaf Thon, nicht eben Effenbergs Busenfreund, erneut als Libero und Kapitän. 6 Minuten später, Freistoß für den MSV. Nordhoff täuscht an, Nihus schießt und Michael Struckmann überreißt als Erster die Situation. Die Führung für den MSV Duisburg in der 16. Minute. In der Wiederholung sehen wir, dass Münch und Lautrup den Ball eine Lücke öffnen, wohl an die mittleren Körperregionen denkend, und Hillringhaus machtlos. Die Bayern wütend mit Gegenangriffen. Jan Wouters wieder dabei nach seiner Verletzung. Sternkopf erneut mit einer überzeugenden Leistung und Eckball für den FC Bayern. 3 Minuten nach der Duisburger Führung. Die 19. Minute, Münch. Keiner passt auf Oliver Kreuzer auf. Das erste Saisontor, das erste Tor für den FC Bayern durch den ehemaligen Karlsruher, der Ausgleich. Ganz alleine und Macherei hat keine Chance. 23.000 Zuschauer zum Abschied heute ins Olympiastadion gekommen. Labbadia. Wohlfahrt. Und Lautrup. Aber die Ausbeute der Chancen bei den Bayern, wie zuletzt in der Bundesliga, auch heute mangelhaft. Uwe Reinders. Noch mit gutem Gefühl sieht einen Freistoß seines MSV. Die Bayern-Abwehr, man klagte über sie zuletzt. Hier wieder indisponiert und Struckmann erneut alleine vor Hillringhaus.
die Führung für den MSV Duisburg, das dritte Tor. Und da sehen wir rechts am Bildrand war noch Flügler, kein Abseits, die Münchner hatten reklamiert. Und Hillringhaus wieder alleine gegen einen MSV-Stürmer. Er stand heute im Tor für Gus Podarek, der gesperrt gewesen wäre morgen für das Finale der A-Jugend. Die Münchner Trainerbank und die zweite Halbzeit. Wieder Effenberg, das kann er, diese langen Bälle über 40, 50 Meter. Das ist sein Freund, einer seiner wenigen in München, behaupten Insider. Lautrup mit dänischem Ballzauber. Markus Münch. Wieder Effenberg, Einfädler, Unvollstrecker in einer Position heute bei seinem Abschied. In München, Labbadia. Da sind Tarnat und Ginkin machtlos in der Mitte. Wartet Roland Wohlfahrt. 5 Minuten nach der Halbzeit, die 50. schreiben wir. Das 16. Saisontor von Wohlfahrt. Ausgleich für den FC Bayern. 2:2. Die Augen zu und durch, so dachte Wohlfahrt. Und dann Spiel auf ein Tor. Wohlfahrt. Wouters kann sich den aussuchen, den er mag. Sucht sich Effenberg aus. Und dann die Führung für den FC Bayern in der 65. Minute. Und letzte Abschiedstour von Effenberg im Olympiastadion. Eine der wenigen Male, die Duisburger in der zweiten Hälfte im Strafraum des FCB. Und dann Sternkopf. Und dann schauen Sie sich diesen Pass an. Effenberg auf Wohlfahrt. 75. Minute. 4:2 für den FC Bayern. Durch Roland Wohlfahrt sein 17. Saisontreffer. Das war das Endergebnis. 4:2 gewinnt Bayern. Und neben der Niederlage noch ein herber Verlust für den MSV. 5 Minuten für Schluss erhält Wölk, nachdem er schon Gelb gesehen hatte, nach dieser Attacke auf Sternkopf. Gelb-Rot fehlt beim letzten Spiel. Das war's aus München. Zurück nach Köln. Viel Tragik also in dieser Begegnung. Zweimal geführt, dennoch verloren. Und am Ende auch noch ein Platzverweis. Also jetzt wird's ganz, ganz eng für den MSV. Bochum und Dresden, zwei Clubs, die lange Zeit gemeinsam auf den Abstiegsplätzen standen, die aber auch gemeinsam zum Endspurt durchgestartet sind. Heute konnte sich einer von beiden endgültig retten und ein anderer oder der andere vielleicht. Wir wissen es noch nicht, weil wir auch die Ergebnisse der restlichen Spiele noch nicht kennen. Jürgen Bergner wird Sie auf alle Fälle schon mal ein bisschen aufklären. 15.000 Zuschauer kamen heute noch einmal ins Ruhrstadion und die sahen erst in der zweiten Spielhälfte etwas mehr als nur Abstiegskampf. Die 54. Spielminute, die Gäste in den dunklen Hosen mit der bis dahin größten Möglichkeit, je nicht auf Hans-Uwe Pilz, tja, 100%ig nennen wir das. Bochum danach mit wesentlich mehr Druck im Spiel und mit Chancen. Peschel hier. Und im Tor der Dresdner Müller. Rocco Milde versucht zu einem, er wird abgeblockt. Es blieb beim 0:0, 63 Minuten gespielt. Holger Osig, seine Mannschaft und die von Helmut Schulte, ja fast schon totgesagt, beide Teams jetzt auf dem besten Weg, erstklassig zu bleiben. 7 Minuten vor dem Spielende. Peschel überläuft Zander. Flanke Wagenhaus klärt und Uwe Wegmann das 1:0. Der 11. Saisontreffer von Uwe Wegmann, vielleicht der wichtigste. Denn es blieb beim doppelten Punktgewinn für den VfL Bochum. Riesenjubel bei Holger Osig nach dem Spielschluss. Verständlich, denn dass man wieder fast bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern musste, darüber wunderte er sich wohl am meisten. Damit haben jedenfalls beide Clubs jetzt jeweils 33 Punkte und das sieht schon mal ganz gut aus, zumal die Abstiegsplätze vor diesem Spieltag bei 29 Punkten lagen, aber die können ja noch gewinnen. Rostock zum Beispiel, das Team von Erich Rutemöller, musste fast schon zwangsläufig beim HSV siegen, um sich noch ein Fünkchen Hoffnung zu erhalten. Man muss sich das mal vorstellen, Hansa Rostock mit 10:4 Punkten mal Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, dann aber durchgereicht bis auf Platz 19. Und der HSV, der konnte noch nicht mal norddeutsche Schützenhilfe leisten, denn nach tollen Auswärtserfolgen wähnten sie sich fast gerettet, aber legten sich halt am Dienstag mit dem 0:1 gegen den KSC selber wieder ein Ei ins Nest. Heute also musste der HSV darum Vollpower spielen. Walter Johansen sagt, ob das gelungen ist. Das hier sind schon Bilder aus der zweiten Halbzeit. Der erste Abschnitt vor immerhin 25.000 Zuschauern im Volksparkstadion. Von mäßigem Niveau die Leistungen beider Teams dem Tabellenstand entsprechen. Rostock mit Böger, Spieß, aber der Treffer fand keine Anerkennung. Der Linienrichter hatte zuvor eine Abseitsposition ausgemacht. Der Stopptrick bei der Ballberührung, hier eine umstrittene Entscheidung. Gleiche Höhe von Matisic und Spieß oder nicht. Wer will das entscheiden?
Der HSV wie schon in den vergangenen Wochen im Spielaufbau mit vielen Problemen, der Sturm allenfalls ein laues Lüftchen. Die Ausnahme in der 65. Minute, Bode Emerson das 1:0 für den HSV durch den jungen Brasilianer, der mit seinem ersten Bundesligator wenigstens minutenlang für Zuckerhutatmosphäre in Hamburg sorgte. Vielleicht auch ein Stellungsfehler von Daniel Hoffmann. Rostock, das unbedingt beide Punkte zum Klassenerhalt benötigte, erst in der letzten Viertelstunde mit letztem Engagement. Schlünz, die Latte verhinderte den insgesamt verdienten Punktgewinn für die Ostseestädter, deren Hoffnungen auf den Verbleib in der ersten Liga damit auf ein Minimum geschrumpft sind. Der HSV, er bleibt drin. Keiner wird in ein paar Tagen mehr davon sprechen, wie man es geschafft hat. Rosig sind die Aussichten in Bezug auf die nächste Saison allerdings nicht. In der Tat, zumal am nächsten Wochenende die Eintracht aus Frankfurt nach Rostock kommt und dort Meister werden will. Aber da gibt es ja noch so einen Kandidaten mit 29 Punkten, die Stuttgarter Kickers. Komisch aber wahr, liebe Zuschauer, wenn die nicht auswärts spielen dürften, dann wären sie wahrscheinlich schon längst abgestiegen. 1:7 Punkte holte das Team von Rainer Zobel aus den letzten Heimspielen, aber auswärts, da waren sie da. Sieg beim Europapokalsieger bei Werder Bremen. Sieg auch noch beim deutschen Rekordmeister, bei den Bayern aus München und sogar ein Sieg auf Schalke. Mal schauen, ob heute das nächste Opfer wartete. Karl-Heinz Fest sagt Ihnen, wie es in Mönchengladbach zuging. Für Werner Vöckler war es das letzte Bundesligaspiel, für die Kickers womöglich das vorletzte. Jedenfalls legten die Gladbacher wie die Feuerwehr los und Chancen wie diese für Kriens gab es reihenweise. Nur, es fiel kein Tor. Die Schwaben sparsam mit Angriffen, ihr zweiter überhaupt nach 35 Minuten. Freistoß, Marin auf Schwarz und der Alvis riskiert einen Schuss aus 35 Metern. Treffer und Führung für die Kickers. Da ist er, der Schütze. Da war Kamps zwar noch am Ball, aber ganz um den Pfosten lenken konnte er ihn nicht mehr. Mit 1:0 gingen die Gäste in die Kabinen. Führung zur Pause, das ist natürlich psychologisch gut. Umso schlimmer aber, wenn dann so etwas passiert. Da ist Kastenmeier am Ball, schöne Vorarbeit und Kriens zum 1:1 direkt nach dem Wiederanpfiff in der 46. Minute. Da war der fantastisch haltende Klaus Reitmeier genauso deprimiert wie die ganze Mannschaft. Ein schönes Tor von Kriens. Vier oder fünf Mal verhinderte Reitmeier einen Rückstand. Das ist Plipsen. Reaktionsschnell, stellungssicher. Reitmeier wirklich ein absoluter Spitzenmann im Tor der Kickers. Das ging gut bis zur 86. Minute. Und dann kam wieder Kastenmeier, der Billardschütze. Und der traf mit einem wirklich unhaltbaren Ball aus 18 Metern. 2:1 für die Borussia. Was hat der Kastenmeier nur für ein Ballgefühl? Und diesen Mann haben die Bayern einmal gehen lassen. Ein Treffer, der Mönchengladbach endgültig rettet. Jürgen Gelsdorf hat großartig gearbeitet. Und wie gesagt, es war Werner Vöcklers letztes Bundesligaspiel, womöglich das vorletzte der Stuttgarter Kickers. Beides wäre ein Verlust für die höchste Klasse. Theoretisch aber haben selbst die Stuttgarter Kickers noch eine Chance auf den Klassenerhalt. Sie werden das gleich sehen, wenn wir Ihnen die Tabelle zeigen. Vorher aber nochmal auf einen Blick alle Ergebnisse von diesem so dramatischen Spieltag. Also Dortmund-Leverkusen 3:1, VfB Stuttgart-Wattenscheid 1:1, Frankfurt-Bremen 2:2. Dann Köln-Schalke 3:0, Nürnberg-Karlsruhe 1:2, Kaiserslautern-Düsseldorf 2:0, München-Duisburg 4:2, Hamburg-Rostock 1:0, Bochum-Dresden 1:0 und Gladbach gegen die Kickers aus Stuttgart 2:1. So, und nun schauen Sie auf die Tabelle. Der spannende Dreikampf bis zum Ende. Am letzten Spieltag wird die Meisterschaft entschieden zwischen Frankfurt, Stuttgart und Dortmund. Lautern, Köln und Leverkusen kämpfen um zwei UEFA-Pokalplätze. Nürnberg hat sich heute abgemeldet. Wegen der schlechten Tordifferenz ist da nichts mehr zu machen. Karlsruhe, Bremen, München sind jenseits von Gut und Böse. Gerettet haben sich heute der Hamburger SV, Mönchengladbach, der VfL Bochum und Dynamo Dresden. Sowie, würde ich mal sagen, Schalke 04. Denn wenn die anderen da noch rankommen wollen und die Gelsenkirchener überholen wollen, dann müssten Wattenscheid und Duisburg mit 5 Toren gewinnen und Schalke müsste die letzte Partie mit 5 Toren verlieren. Also Schalke auch geschafft über den Berg. Nun kämpfen aber noch gegen den Abstieg Wattenscheid, Duisburg, die Stuttgarter Kickers und Hansa Rostock. Einer von
von diesen Vieren wird sich retten können. Die anderen drei müssen mit Fortuna Düsseldorf zurück in die zweite Liga. Ein bisschen Statistik noch vom vorletzten Spieltag. 321.000 Zuschauer waren nach Angaben unserer Korrespondenten heute in den Stadien. Das wäre also ein neuer Rekord. 29 Treffer sind gefallen in dieser Saison, bisher 970. Die 1.000 können also noch vollgemacht werden. In der Torschützenliste führt Fritz Walter vom VfB Stuttgart mit 21 Treffern und eine gelb-rote Karte gab es. Uta Wölk vom MSV Duisburg. Und nun schauen wir mal auf den letzten Spieltag, an dem sich alles entscheidet, liebe Zuschauer. Die Spitzenmannschaften müssen alle auswärts antreten. In Rostock, in Leverkusen und in Duisburg. Frankfurt ist mit meinem Sieg Meister. Um die UEFA-Pokalplätze kämpfen neben Leverkusen noch Kaiserslautern in Schalke und Köln in Dresden. Und der Abstieg wird entschieden. Zu Hause bei den Stuttgarter Kickers gegen Bochum, bei Wattenscheid gegen Mönchengladbach. Dazu natürlich auch Rostock noch und Duisburg. Also alle vier Kandidaten für die drei Abstiegsplätze haben Heimspiele. Und Freundschaftsspiele werden die Begegnungen zwischen Bremen und Nürnberg, Karlsruhe und München sowie Düsseldorf und dem Hamburger SV. So schaut's also aus. Nächsten Samstag das große Halali, morgen aber schon eine neue Sportschau und davor noch eine ARD-Sport-Extra-Sendung. Wann, das zeigen wir Ihnen jetzt mal ganz schnell auf unserer Schrifttafel. Um 15.05 Uhr geht's los mit Telefußball und den großen Tricks der Superstars. Dabei sehen Sie den Jugoslawen Robert Prosinecki.